Hello, people! So, willkommen zurück zu Let's Play SMW Freedom. Diesmal werden wir die Pool-Tricks machen und... Wow, Hilfe. Ja, eigentlich wollte ich dich jetzt umbringen mit diesem Sprung. Du komisches Viech. So. Wow. Shitty, shitty, shit. Wow, wow, wow. Ach Gott. Okay, wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Okay, anscheinend gar nicht. Hä? Leute, ich verstehe dieses Level nicht. Wie soll ich denn da hochkommen? Im Ernst? Kann ich euch aufnehmen? Nö, kann ich nicht. Dann weiß ich wirklich nicht, wie ich da irgendwie hochkommen soll. Also, ich hatte kein Wasser mehr, ich verstehe schon. So komme ich da jetzt hoch und fertig. Kann ich dich umbringen? Gut. Ich kann dich damit umbringen, dann sind wir doch schon mal froh. Wenn wir ein nerviges Viech losgeworden sind. So. Geschafft. Ach, Leute, Leute, ich laber mal wieder zu wenig. Liegt aber daran, dass ich mich irgendwie, dass ich hier irgendwie den Drang verspüre, mich zu konzentrieren. Na schön. Das ist voll die Verarsche, dieser einnehmliche Block. Hm? Voll die Verarsche. Ach du Kacke, du explodierst jetzt. Man! Oh nö, jetzt muss ich dieses ganze Dreckslevel nochmal von vorne machen. Vielen Dank, du Hackersteller. Aua, denn ich habe auf dieses komische Level jetzt überhaupt keinen Bock. Ich mag keine... Ich mag irgendwie diese Spritze aus Super Mario Sunshine in SMW nicht. Ja. Das ist meine ehrliche Meinung. Ich mag sie hier nicht. Weil die Flugphysik so komisch ist. Okay, Wasserläufer, stirb. Okay, was war denn hier unten nochmal? Ach, ich... Hab keinen Bock nachzugucken, denn nachher ist da der Tod und ich komme nicht mehr hoch und bla. Das ist irgendwie so ein Level, das mir jetzt unsympathisch ist und das ich möglichst schnell erledigt haben möchte. Okay, und da ist nur... diesen Kran, den wir gerade geholt haben. Ach, Manometer. Zack, zack, und endlich sind wir dieses Teil los. So lange war dieses Level also doch nicht. Goopy Ghost House, machen wir das mal. Das Goopy Goopy Ghost House, so. Top. Zack. Zack. Ah, nein, 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 nein. So.
Zack. Und wir kommen wieder hoch. Komm. Oh nein, 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 nein. So, jetzt holen wir uns diese Yoshi-Coin. Warte, ich komm doch da mit euch hoch. Mein Gott, was verlangt ihr da vom armen Spieler? Hilfe, ich krieg Angst, wenn ich das sehe. Hilfe. Oh Gott, und wo kommen wir hier hin? Nur in diesen komischen Raum mit komischen Blasen. Ui. Zack, zack, zack. Ach du Scheiße. Wow, 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 wow. Zack. Ach Mann. Ja, und weiter. Ich könnte mir diese Stelle, die von ihm vielleicht mit dieser Feder hier vorstellen. Und was war das denn jetzt für ein Betrug? Ich habe illegal meinen Power-Up verloren. Das geht ja mal gar nicht hier. Zack, Hilfe. So, jetzt können wir dich mal wieder totrutschen, du dämlicher Geist. Na, geht doch. Denn offenbar haben wir es mit einer besonderen Spezies von Geistern zu tun, die noch ein zweites Mal sterben können. Das finde ich interessant. So, jetzt können wir ja wenigstens hochfliegen und brauchen keinen Schmarrn mehr. Aber du sollst da nicht umdrehen, du dämlicher Klempner. Flieg doch mal richtig. Ja, so macht man das nämlich, Mario. Ich vermute mal, dass hier ein Secret Exit oder sowas ist. Mein Gott, aber was seid ihr für lilane Viecher? Diese Geister machen mir irgendwie Angst. Nicht, weil sie Geister sind, sondern weil sie lila sind. Machen sie mir Angst. Mein Gott, hier hat der Hackersteller wieder so viele Custom Sprites verwendet. Scheiße. Oh, bestimmt soll ich da irgendwie runter, oder? Hä? Leute? Ich weiß, dass es hier ein anderes Exit gibt, aber wie kommt man denn da hin? Hä? I don't understand this shit. Ja, wenn ich das bis gleich nicht von selbst rausfinde, muss ich wohl nachschauen. Zack. Oh, komm her, du Midwaypoint. Ich werde diese Stelle jetzt mal wieder überfliegen. Und dann werde ich gucken, kann ich auf die Spin jumpen? Ach, ich will es lieber gar nicht herausfinden. Nachher sterbe ich deswegen noch. So. Yoshi Coin, komm hier. Also, da haben wir das
Geisterpilzgesicht wieder. Ja. Ja, hier müsste doch das andere Exit sein. Wenn nicht, dann fresse ich einen Besen. Na, geht doch. Mann, Freedom Field. Das Freiheitsfeld. Interessant, interessant. Oh, shit. Du boingst mir jetzt zu viel rum. Stirb. Ich töte dich, weil du zu viel Boing-Sounds machst. Zack. Ach, Manometer. Wow. Na, danke schön, dass du mir mein Power abgeklaut hast. Das gefällt mir so sehr. Wow, 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 wow. Ach, man. Stirb, du Pflanzenviech, und zweite Yoshi-Coin erst. Ich habe bestimmt schon eine verpasst. Stirb. Mein Gott, wie sieht das denn aus, wie der da rumzappelt, wenn er verreckt? Das sieht schräg aus. Und mein Ausruf war gerade genauso schräg. Aber das lassen wir mal. Das war ein Erschreckenslaut. Können wir dich treffen? Nein, wir treffen dich nicht. Gut, dann komm her, du Bombensack. Was ist jetzt in dir drin? Nix. Schön. Danke für nichts drin sein, das gefällt mir. Also, außer eine stinkige Münze natürlich. Ist hier irgendwo mal was drin, außer so einer Popelcoin? Ja, ein Leben, schön. Außer einer Popelcoin und ein Leben? Da heißt es auf Maniente. Kanente. So. Stei. Denn ich hasse dich. Deswegen musst du sterben, weil ich dich hasse. Aus einem seltsamen Grund, den ich selber nicht verstehe, hasse ich dich. Und deswegen musst du verrecken. Autsch. Noch ein Leben. Mein Gott, wie viele Leben gibt's denn hier? Doi. Kann ich. So. Geschafft. Okay, Lockwood Dingensbums Cabin. Was auch immer da sein soll. Jedenfalls haben wir hier einen hübschen, wunderbaren Geisterwald. Ups. Warte, und mir ist gerade aufgefallen, dass wir die gesamte Aufnahme bisher geschafft haben, ohne dass es einmal leckt. Da frage ich mich, ob er auch wirklich aufnimmt. Um ehrlich zu sein. Denn das macht mich misstrauisch, dass es bisher noch nicht geleckt hat. Das ist so ungewohnt, wisst ihr? Ja, danke schön. Das sah ja auch ulkig aus. Wiggler hatte sich kurz grau gefärbt, weil ich da drauf gesprungen bin. Und ja, in dem Moment werde ich umgebracht. Ich glaube, bei diesen Viechern muss ich mir was einfallen lassen. Komm her, Federjäger. Hier gab es ja gleich am Anfang Federn in diesem wunderbaren, begeisterten Geisterhaus. Zack. Lockwood, Blag, blablablum. Ich überflieg dich jetzt, du dämliches Level. Weil ich eigentlich keinen Bock hab, dich zu spielen, Level. Denn du bist unfreundlich zum Spieler.
Oh. Yo, Shay, Coin, Hilfe, 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 Hilfe. Okay, und in dich kann man doch bestimmt reinrühren. Und wer, wenn nicht? Na, geht doch. Pi-Ballon, was soll der denn hier? Mache ich das jetzt nur für einen Yoshi-Coin? Okay, für zwei Yoshi-Coins. Und das war's? Ja, offenbar schon. Ist da irgendwas drin? Nein, nein, nein. Nein, nein. Zack. Oh, Feder. Und tatsächlich, jetzt kommt so ein Viech raus. Interessant. Man kann ich also irgendwie abschmeißen. Schön. Ah, und hier haben wir einen Yoshi. Warte, das war jetzt, glaube ich, kein Deck vom Emulator, sondern vom Emulator an... Quatsch. Also ein Slowdown vom Emulator an sich und kein Deck, den Fraps verursacht hat, denn sonst würde es gar nicht mehr aufhören zu lecken. Okay, und das war ein bisschen dämlich. Wir haben somit eine Passage für die Feder übersprungen. Scheiße, scheiße. Und ich habe es unbeschadet geschafft, schön. So. Bevor sie anfängt zu laggen, machen wir im nächsten Part mit Jelly Rock Shelter weiter. Das war's dann von mir. Bis dann, tschüss.